Servus, Marcel aus Refotografie-Graf aus Leipzig. Und ich habe ja letztens ein kleines Video gemacht zum Thema Budget-Camp für jedermann, für den Einstieg. Wort zur Sony Nex 6. Das kam ja schon nicht verkehrt an. Deswegen habe ich mir gedacht, da ich sowieso gerade die Gelegenheit habe, habe ich mir einfach mal den Vorreiter von meiner XE4 geschnappt. Und zwar Fujis XE1. Ganz ehrlich, die kriegt man mittlerweile auch für einen kleinen Obolus. Kleinen Obolus natürlich. Frage ist ja, kann man mit der ebenfalls richtig gut starten? Egal ob jetzt Porträts, Streets und sonst was. Und ganz ehrlich, die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort ist, dass man natürlich mit einigen kleineren Einschränkungen zu leben hat. Deswegen jetzt mal ein kleines Video zur XE4 und gleichzeitig auch ein kleiner, sagen wir es mal, unfairer Vergleich, mit was für Abstrichen man im Vergleich zur XE4 nehmen muss. Doch erstmal zur Kamera selber. Fujifilms XE1 ist wirklich mit einer der ersten Generationen noch. Die kam gleichzeitig mit der XM1 und der X-Pro1 raus. Zur X-Pro1 habe ich auch schon ein kleines Video gemacht. Gerne einmal vorbeischauen. Und was soll ich sagen? Was bei der X-Pro1 galt, galt so ziemlich auch für die XE1. Und zwar erstmal der Sensor, 16 Megapixel am APS-C. Und ganz ehrlich, der ist schick. Schon aus der Kamera raus. Also ihr müsst nicht mal großartig was bearbeiten. Das sieht schon wirklich schön aus. Und ich kann verstehen, dass viele sagen, dass das so einen leichten Film-Touch hat. Nur, dass er noch mit den richtigen Objektiven kombiniert, komme ich auch gleich noch zu. Gleichzeitig natürlich muss man wieder sagen, das gleiche wie bei den X6, 16 Megapixel im APS-C sind immer noch ausreichend. Ich habe ja damals schon gesagt, meine Sony A7 IV im APS-C-Crop-Modus hat 14 Megapixel. Und damit habe ich auch schon ein paar richtig schöne Bilder gemacht und habe meine Objektive halt noch ein bisschen erweitern können. Doch wie sieht es hier aus? Fujifilm hat ja eh nochmal seinen eigenen Sensor mit diesem Bayer-Sensor. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, ansonsten blende ich ihn mal ein. Der hat halt, wie gesagt, nochmal seinen eigenen Look. Gleichzeitig haben wir hier natürlich wieder die klassischen Filmsimulationen mit drin. Allerdings natürlich nicht so viele wie bei den neueren Modellen. Was ja klar ist, irgendwo muss man ja anfangen. Und was das Einstellen von Filmrezepten angeht, da haben wir leider auch nicht ganz so viele Möglichkeiten wie bei den neueren Modellen. Aber trotzdem kann man schon ein bisschen was rausholen. Also Stichwort Highlights hochhauen und Schatten runterziehen oder umgedreht. Ihr habt ja auch einen sehr schönen Dynamikumfang tatsächlich drin. Es ist wirklich erstaunlich, gerade wenn man bedenkt, wie alt diese Kamera ist. Und die kam, glaube ich, 2011 oder 12 raus. Also hat auch 12 Jahre auf dem Buckel. Thema Autofokus, das ist so einer der kleinen Nachteile, denn der braucht ein bisschen. Muss man einfach mal sagen. Ich habe wieder klassisch auf den mittleren Punkt gesetzt. Wir haben auch nicht ganz so viele Autofokuspunkte zum Auswählen drin. Zum Thema Objektive. Da habe ich einige ausprobiert, unter anderem auch mein Wildtrox 56-1.7, dann das 27mm 2.8 von Fujifilm, dann hat dieses kleine TT Artisan hier 25mm mit Blende 2 und auch mein Oreo Keks, wo man immer noch nicht reinbeißen sollte. Und all diese Objektive haben eins gemeinsam, die machen an dieser Kamera eine schöne Figur. Dann mit dem Wildtrox, das trägt nicht zu dick auf, das ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein und man hat eine schöne Porträtbreite, das sage ich immer noch. Geht auch für Sigma 6514, da sogar noch besser. Dann habe ich, wie gesagt, das Oreo-Keks-Objektiv ausprobiert. Das in Kombination mit der XE1 hat einen richtig schönen klassischen Vibe gehabt, wie wirklich von so Sofortbildkameras. Mit dem 27F28 war ich auch unterwegs, das hat auch gute Dienste geleistet. Aber tatsächlich spannend fand ich die Benutzung mit dem TT Artisan 25mm Blende 2. Habe ich den guten Franz abgekauft, weil er es jetzt nicht mehr so häufig verwendet hat. Hat er dazu auch schon ein Video gemacht. Schaut gerne mal vorbei. Und ich fand es persönlich, also erstmal ganz ehrlich, das sieht schon rein von der Ästhetik her echt schick aus. Das Ding macht sich an der echt gut. Und auch die Bilder sind echt schick. Also dieses Objektiv kann wirklich gut abbilden. Wenn ich dazu mal ein Video machen soll, gerne in die Kommentare. Aber davon abgesehen, damit hier gute Bilder rumkommen, muss man natürlich manuellen Fokus ein bisschen beherrschen. Und das ist auch das Schöne an der Kamera. Dadurch, dass der Autofokus nicht so schnell ist, das gleiche wie bei der Nex 6, man kann mit manuellem Fokus arbeiten. Schnappt euch so ein kleines Objektiv und dann üben. Einfach wirklich üben. Ich habe tatsächlich auch gemerkt mittlerweile, dass ich die Kantenanhebung, die hier drin ist, weniger nutze, sondern wirklich mich auf mein eigenes Auge verlasse. Fokuslupe noch mit rein, scharf gestellt, fertig. Das Ganze entschleunigt einen ein wenig und eine Kleinigkeit gibt es noch oben drauf. Auch hier wieder ein kleiner Pop-Up-Blitz. Habe ich natürlich persönlich noch nicht groß genutzt, aber ich sag mal, lieber man hat, als man hätte. Ne? Was gibt es sonst noch zu berichten? Wir haben die klassischen Schalter mit dabei, das Verschlusszeitenrädchen, Korrekturrad ist mit dabei. Wir haben auch hier ein, zwei Knöpfe, die frei belegt werden können. In dem Fall die Pfeil-nach-unten-Taste, sag ich mal, vom Digipad und halt oben ganz klassisch die FN-Taste. Habe ich mit einem bei der ISO und mit dem anderen, wenn ich
Autofokuslinsen nutze, also generell elektronische Objektive, kann ich mir auf der FN-Taste die Schärfentiefe anzeigen lassen. Aber natürlich könnt ihr das frei belegen, wie ihr wollt. Kleine Kinderkrankheit, die ich gerade noch sehe, die XE1 genauso wie die XE4 hat. Die Gewindeschraube ist viel zu nah am Batteriedeckel. Hat sich bis zur XE4 nicht geändert. Aber nein, gibt Schlimmeres. Das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau. Was natürlich auch sagen muss, oder was euch bewusst sein muss, was vielleicht noch ein kleiner Nachteil sein könnte, der Bildschirm ist fix. Habe ich bei ein paar Low-Profile-Shots auch feststellen müssen, da ist es manchmal schon ein Nice-Have, wenn man den ausklappen kann. Aber auch so kann man mitarbeiten. Und ansonsten bleibt immer noch durch den Sucher schauen. Und dann muss man sich auch mal in den Boden legen, wenn man ein schönes Low-Profile-Bild haben möchte. Apropos Sucher, altersentsprechend nicht so hochauflösend wie bei neueren Kameras, aber trotzdem schon sehr angenehm. Der Monitor dagegen tatsächlich ist ein bisschen niedrig auflösend. Ja, würde ich persönlich dann doch den von meiner XE4 wertschätzen. Aber auch hier nutzt vor allem den Sucher und ganz ehrlich, wenn ihr Autofokus-Objektive nutzt, dann solltet ihr die Schärfe auch setzen. Doch was büßt man jetzt genau alles ein, wenn man eine XE1 statt einer XE4 kauft? Also erstmal büßt man nicht so viel Geld ein natürlich, denn wie gesagt, eine XE1 bekommt ihr roundabout mit Objektiv, ohne Objektiv, ganz grob zwischen, ich sag jetzt mal 200 und 300, oder sagen wir lieber zwischen 200 und 400 Euro, ganz grob. Also dagegen die XE4 mit, also ich habe noch keine gesehen unter 800 Euro, rechnen wir wirklich eher so mit 1000, man spart sich eine Menge Geld. Doch was büßt man ein? Ja. Also erstmal 16 Megapixel gegen 26 Megapixel ist klar. Der Autofokus von der XE4 ist 1000-mal besser. Wobei natürlich mit manuellen Objektiven das Ganze schon wieder hinfällig ist, weil da braucht man keinen Autofokus. Wir haben ein Tilt-Up-Screen bei der XE4, was man bei der XE1 natürlich entsprechend nicht hat. Dafür fehlt aber diese kleine Griffmulde an der XE4. Ich persönlich finde das natürlich was cleaner, aber man muss natürlich sagen, dadurch hat man hier ein bisschen mehr Grip. Und wo ich mir einen kleinen Daumengriff noch besorgt habe, damit ich ein bisschen mehr Halt habe, hat den theoretisch die XE1 genauso wie bis zur XE3 natürlich theoretisch integriert. Mit dieser kleinen Q-Taste hier unten mit dran. Heißt, hier kommt man eigentlich mit dem Daumen gut hin und kann so die Kamera eigentlich schon wirklich gut halten. Also ich hatte kein Gefühl, dass ich die Kamera irgendwie unsicher in der Hand habe. Natürlich sollte man damit nicht rumspielen. Ansonsten im Allgemeinen natürlich, die Kamera ist natürlich viel flotter unterwegs. Der Autofokus ist generell etwas schneller. Sie ist schneller ab Start, sag ich mal. Also einschalten, da geht's schon los. Da braucht einfach die XE1 ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das Ganze entschleunigt einen. Man muss doch nicht immer durch den ganzen Tag hetzen. In der Streetfotografie kann man sich auch mal Zeit lassen. Und wie gesagt, alleine für diese entschleunigte Tatsache finde ich diese Kamera einfach mega. Achso, übrigens noch ein kleiner Unterschied. Autofokus-Umschalter hier vorne an der Kamera hat die XE4 nicht. Gibt Situationen, da hätte ich es ganz cool gefunden, das zu haben, aber muss es sowas natürlich nicht. Aber ansonsten macht auch die XE1 in 2024 und ich sage auch 25, 26 immer noch eine super Figur. 200 bis 400 Euro, je nachdem, was für ein Angebot ihr für die Kamera findet, je nachdem, welchen Zustand sie hat und so weiter und so fort, kann man echt nicht meckern. Oder was meint ihr? So viel zum kleinen Exkurs von der XE1. Haut gerne in die Kommentare, was ihr von der Kamera haltet oder ob ihr eher in Richtung XE4 wärt. Oder ob ihr vielleicht eine von den Kameras dazwischen habt. Dann gibt es schließlich drei sogar. XE2, 2S und 3. Ich persönlich bleibe definitiv natürlich bei meiner XE4. Aber ich werde, glaube ich, noch eine ganze Zeit lang mit der XE1 zwischendurch auch mal ausgehen. Und werde vielleicht auch mal mit einer günstigen Kamera eine kleine Porträtrunde machen. Wenn ihr auch darauf Bock habt, gerne ab in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, haut gerne in die Kommentare, was ihr von den Kameras haltet, welche euch lieber wäre. Ob ihr mehr von solchen Videos seht. Ob ihr Empfehlungen für günstige Kameras habt, die ich mir vielleicht einfach mal anschauen soll. Oder Fragen, was ich mal noch so ausprobieren kann. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Und liken und Abo und Glocke nicht vergessen. Unterstützt mich, will ich. Ciao, ciao.